So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 3. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Ja, jetzt haben wir endlich dieses Ding hier abgeschlossen. In der letzten Folge, diese Rayleigh's Ranger Dingens da. Und wir machen hier gleich die nächste Schnellreise nach Rivet City. Bisschen was verkaufen, bisschen was einkaufen und vor allem uns von der Strahlung heilen lassen. Wobei, habe ich nicht auch ein bisschen Red Away? Wie viel Red Away habe ich? 'Kein Red Away, oder? Oder ist das unter Hilfe drin? Red X, Red Away. Rad minus 124. Ich habe 500 Rad. 100, 200, 300, 400. Ja, 120, 240, 380. 360. Nee, ich glaube, das kommt mir billiger. Ich glaube, das kommt mir billiger, wenn ich mich heilen lasse. Aber kann die mich überhaupt heilen? Ich glaube, die verkauft nur Heilsachen. Ich glaube, die verkauft nur Heilsachen. Na gut, dann kaufen wir uns noch ein paar Red Away, dass wir uns hier von der Strahlung befreien können. Potomac Attire? A Quick Fix! Willkommen. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie auf der Suche nach einem Quick Fix? Ja, auch, aber nach einem Stimpix. Ich habe gehört, dass Angelo Staley in Diego verknallt ist. Die arme Frau. Ich wünschte, ich könnte ihr irgendwie helfen. Dieser Junge sollte einfach einmal Notiz von ihr nehmen. Das wäre für beide das Beste. Okay. Was haben Sie zu verkaufen? Für mich ist Zeit zu gehen. Nee, was haben Sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Sehr gut. Ich brauche Stimpacks. Wie viele nehmen wir denn? 4. Und Red Away. Also gut. Kaufen wir komplett ein. Ja, beenden. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Mache ich. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Ja. Oder auch nicht. Darf man fragen, was das soll? Hä? Was ist mit dir los? Bin doch nur gegangen. Hallo. Ist jetzt... Also, nee, also manchmal verstehe ich nicht, was mit den Leuten hier los ist. Red Away. Nehmen wir noch eins. Ja. So, jetzt sind wir wieder auf Null. Mit der Strahlung. Jetzt müsste ich normalerweise Trefferpunkte 300 haben. Ja, 300 von 300. Perfekt. So, nur... Also nur ein kleines Ding. Und jetzt dann darüber. Aber wir müssen... Ja, kann ich denn hier überhaupt darüber gehen? Doch. Anscheinend. Hier an... Geht hier eine Brücke drüber? Ich weiß nicht. Müssen wir da zu Fuß rüber gehen? Nein. Ich bin ein Depp. Ja, dann gehen wir von hier aus darüber. Das ist nur die Frage. Dann kommen wir von hier aus. Anscheinend... Okay, wir... Jetzt heißt, können wir da mit der U-Bahn rüber? Ich glaube, aber nee, ich glaube, wir müssen zu Fuß rüber gehen. Sonst würde mir der Kompass da den Weg durch die U-Bahn durchzeigen. Auf den nächsten U-Bahn-Tunnel zeigen. Was habe ich jetzt überhaupt nochmal für eine Aufgabe ausgewählt? Wissenschaftliche Anstrengung im Kontrollraum von Project Purity nach Papa suchen. Genau. Da war ja was. Dachte, ich hätte die Klimaanlage ausgemacht. Denk mal schon, was zieht denn hier noch so? Das ist auch hier schön gemacht, das Wasser. Das sieht einfach herrlich aus. Obwohl das Spiel schon 13 Jahre alt ist. Das muss man sich auch mal überlegen.
Dieses Spiel ist 13 Jahre alt. 13 Jahre alt. Das ist doch ein Wahnsinn. Den erwischt man gar nicht. Er hat mich voll in den Kopf geschossen, der Vollboss. Aber die sind jetzt nicht so stark. Kann ich mal aufhören, ich ständig auf mich zu schießen? Nee, da muss ich noch näher ran. Warum läuft der nicht schneller? Na, dankeschön. Mal austauschen hier. Da hinten ist ja auch noch einer. Na, dankeschön. Jetzt bist du dran. Der hat nur sein Sturmgewehr liegen gelassen. Alles andere hat er weggeschmissen. Einfach so runtergeflogen. Mann. So ein feiger Supermutant. Hätte noch Nagelbrett und Splittergranate dabei. Ja, die nehmen wir mit. Kann ich hier schlafen? Ja. Ich möchte eine Stunde schlafen. Verschlossen, leicht. Das müssen wir normalerweise aufkriegen. Nein. Vielleicht die andere Richtung? Ja. Sehr schön. Das ist sehr schön. Auch nochmal 5 mm Schuss drin. Nehmen. Lügen wie im Kongress. Und eine Krücke. Lügen wie im Kongress. Kann ich das lesen? Hilfe. Lügen wie im Kongress. Sprach um 1 erhöht. Ja, wunderbar. Hat der noch was dabei? Nur das Nagelbrett. Gut, dann geht es jetzt aber wieder hier in diese Richtung weiter. Project Purity. Ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt auf diese Insel rüber können oder nicht. Wert 44, Gewicht 6. Die nehmen wir mit. Wert 59. Nehmen wir sie trotzdem mit. Aber ich glaube, da war ich schon mal. Bin ich da dann nicht von der Enklave aufgehalten worden? Hat der noch was dabei? Nee, der hat nichts dabei. Kommt man da einfach so rüber? Aber ich war da garantiert schon mal drüben. War da mit Sicherheit schon mal drüben und dann hat er mich nicht reingelassen. Irgendwie so war das ja. Ist das ein Supermutant? Ja, leider. Der Wunderfleisch und Splittergranate dabei. Der nächste. Halt, 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 halt. Langsam, langsam, langsam. Du hörst auf mich drauf zu hauen. So eine Sauerei. Ich will doch nur hier rüber. Hätte ich hier gar nicht drüber gehen müssen? Toll. Entdeckung! Jefferson Memorial! Au! Au! Kann nicht! Na komm, durchsuchen halt!
Mensch, da drücke ich 100.000 Mal auf die Taste und es passiert nichts. Gift-Shop, kann man da reingehen? Jefferson Museum und Souvenirshop. Und da muss ich jetzt nach Project Purity suchen? Laufen schon wieder Supermutanten rum. So, der ist jetzt ruhig. Meine Munition ist fast leer. Was ist hier? Nein! Scheibenkleister. Jetzt ist die Waffe schon wieder leer. Ich hasse es. Laserpistole, Lasergewehr. Ah, die hat auch nicht mehr so viel Schaden. Kampfflinte, die macht noch ein bisschen Schaden. Und noch ein weiteres Sturmgewehr. Wenn ich das jetzt mitnehme, dann bin ich zu schwer. Beenden. Ich könnte ja jetzt einfach wieder zurückgehen. Das ganze Zeug verkaufen, mir wieder neue Stimpaks holen. Und neue Munition. Aber dann reisen wir wieder ewig hin und her. Egal, es nützt nichts. Wir müssen es leider so machen. Immerhin haben wir jetzt hier diesen Wegpunkt. Und können jetzt schnell hin und her reisen. Daten. Zurück nach Rivet City. Es ist doch finster, dunkel. Nein, ich will nicht knacken. Kann ich hier vielleicht schlafen? Gibt es da ein Bett? Da gibt es nur eine umgedrehte Couch. So, aber ich kann hier nicht schlafen. Ich möchte warten bis zum nächsten Tag. 12 Stunden. Aber ich glaube, davon werde ich nicht gesund. Nee, ich werde nicht gesund davon. Schade. Morgen. Guten Morgen. Aber dafür können wir es hier verkaufen. Jetzt hier dann wenigstens ein Bett zum Hinlegen. Also wenn es hier kein Bett gibt, dann weiß ich ja auch nicht. Mülleimer. Willkommen bei Flag and Shrapnel. Wir haben die besten Gottver... Sie haben wohl beschlossen, sich den Laden anzusehen. Falls Sie etwas von diesen Sachen wollen, rufen Sie einfach nach mir. Ja, ich möchte... Ich möchte den Sie müssen Laden etwas ansehen. Töten, nicht wahr? Na, immer doch. So, Gegenstände. Wir haben ja Waffen. Mehrere Jagdflinten. 16, 15, 17. Die kommt raus. Die kommt raus. Die kommt raus. Eine Laserpistole. Die kommt raus. Zwei Miniguns. Die behalten wir. Zwei Splittergranaten kommen raus. 119. Die ist noch am besten beieinander. Das Sturmgewehr kommt raus. Das Sturmgewehr kommt raus. Das kommt raus, das kommt raus. Jetzt haben wir 516 Kronkorken. Ranger Kampfrüstung, die behalten wir aber, damit ich sie zur Not reparieren kann, wenn es ist. Die ganzen Kaffeetassen kommen wieder raus. Geomapper-Modul, nein, es bleibt drin. Schade, dass ich das nicht markieren kann, dass ich das nicht verkaufe, aus Versehen.
Oh. Ja, akzeptieren. Warte mal. Hat der Aufklärungsrüstung, Hochleistungsstrahlenanzug, Kampfhelm, Raider Peinstachelrüstung. Aber der hat doch bestimmt Munition. 5mm Schuss, 320 Stück. Wie viel kaufen wir denn da? 159. Ja, ich denke, das ist okay. Hat der Ding? Nein, der hat keine Stimpaks. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Mache ich. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Ja, du hast ja nicht mehr. Beziehungsweise hätte schon mehr, aber ich habe keine Kronkorken mehr. Und irgendwo mich hinsetzen oder hinlegen kann ich hier nicht. Ich frage mich, warum das nicht geht. Warum gibt es hier keine Möglichkeit, dass ich mich irgendwo hinlege? Hallo? Hallo. Nee, das ist eine Truhe, das ist kein Bett. Teilen Sie sämtliche Auffälligkeiten bitte mir oder einem Sicherheitsbeamten mit. Was ist da? Da ist nichts. Kann man sich da hinlegen? Das ist ein Motorrad, da kann man sich nicht drauflegen. Da geht's nach Rivet City aufs Flugdeck. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen wieder zurück. Welche Waffe habe ich denn jetzt? Die hier. Gut, die ist aber auch in Ordnung. Auf rüber ins Jefferson Memorial. So, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, verabschiede ich mich von euch. Diese Folge wird etwas kürzer als üblich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in alter Frische und wieder zu den vollen 20 Minuten. Gehe ich zumindest davon aus. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Und falls ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort findet sich mit Sicherheit das eine oder andere, was euch noch gefallen dürfte. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Busfahrer.